Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil hier bei The Medium mit mir von der YouTube Let's Play Satz Hobby. Genau, und jetzt geht's mal wieder weiter. Nach fast einem Monat. Musste eben gerade erstmal nachgucken, wo ich eigentlich aufgehört hatte. Und da habe ich gemerkt, scheiße, es hat nicht gespeichert. Ich musste bis hierhin gerade wieder nochmal hinspielen. Aber jetzt sind wir hier und es geht weiter und genau, hier war wohl die andere gequälte Seele, wo wir hin müssen. Jetzt gucken wir uns hier natürlich aber auch erstmal wieder um. Was haben wir hier? Ein Gekritzel. Dunkel nennt sich das. Okay. Da schleicht sich jemand durch die Tür auf jeden Fall. So. Dann geht's nun hier hoch. What are you? Stop! Ah! Ah! Okay. Ach, da haben wir schon eine Maske oder sowas. Ich glaube, da fehlt uns dann logischerweise wieder noch der Name. Da geht's nirgendwo hin. Okay. This is where he died. Maske eines Mannes. Braucht man natürlich dem seinen Namen natürlich noch, ne? Okay. I still need his name. If only I could see the other side of this place. Das mit den Händen hier, ey. Es ist ja schon mal gut, dass sie sich nicht bewegen. So, einmal links und rechts überall nachgucke, ob es hier was gibt. Was war das? Wie tue ich mich denn nochmal ducken? Ah, mit C. Weiß ich nicht. Wie habe ich denn nochmal die Luft angehalten? Was ist das? Irgendwie konnte ich doch die Luft anhalten, wenn ich so war. Ich weiß es nur leider nicht mehr wie. Keine Ahnung, was ich da jetzt gerade gemacht habe. Nee, das war das nicht. Ich weiß nicht mehr, wie man die Luft anhält. Ich muss jetzt gerade nochmal gucken. Es tut mir echt leid, Leute. Wie gesagt, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Laufen, C, schleichen, außerkörperliches Erlebnis, F. Linke Alt. Habe ich gedrückt? Ich drücke, lass es gerade gedrückt. Macht aber nichts. Hm. So, da haben wir ein Spischel. Gucken wir aber erstmal hier, aber da ist nichts. Ist gerade so rot geschimmert im Hintergrund. Es klingt schon so, als wäre der andere hier schon gleich wieder gleich da. Some sort of a conference room. Ich wollte gerade sagen, hier höre ich was. Ich gucke hier trotzdem nochmal rum. Okay, hier ist nichts mehr. Ein Telefon. I gotta go. The voting's about to start. You know what they say. If you're early, you're on time. No, I mean right now. I can hear them gathering across the hallway. Yeah, yeah, I'll let you know how it went. That voice.
That's the guy. Das ist der Kerl. Aber der hat seinen Namen nicht gesagt, ne? So, haben wir hier irgendwie was? Nee, nichts versteckt. Hier gibt's wohl auch nichts. Wo sind wir hier eigentlich? Auf jeden Fall finde ich es schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ne? Also, willkommen zurück. Beim Mitgruseln. Hoffentlich auch wieder auf Kopfhörer natürlich. So, was haben wir denn? Attendance list. I'll bet the name I'm looking for is here on this page. But which one is it? Hmm. Vorsitzender Bobon Henwick anwesend. Rika Waldemar, okay. Der erste ist anwesend. Durchgestrichen, abwesend. Anwesend, abwesend. Anwesend, abwesend, abwesend. Okay. Rika ist verkehrt im Knopf. Okay, brauchen wir erstmal noch ein paar Infos mehr. Da hinten haben wir noch was. Was haben wir hier? Ein Aschenbecher. I can't believe they sat me across from Boris. I don't care whose nephew he is. He's just a sexist pig for all I care. And late, as always. Der kommt immer zu spät. Ah, nee. Oder? Hat er sich jetzt aufgeregt über diesen Boris? Und der Boris da. Boris. That's the guy he was talking about. Seat number 9. Okay, und er saß ihm gegenüber. Wo haben wir die 9? Was haben wir hier? That's not it. Das ist die 1. Not that one either. Die 7 hatten wir auf der Seite, dann ist das hier vielleicht die 9. So this is Boris's seat. So the one I'm looking for is gegenüber. Das ist dann also das hier. Die 4. The man I'm looking for. This is where he died. Die 4. That's it. Nicholas. Nicholas! Okay, Nicholas Cage! Nick, let's get you out of here. Nick. Na denn. Da haben wir seinen Namen. Was? Was? Wo kam der denn jetzt so schnell her? Und vor dem kann ich mich doch gar nicht verstecken. Oder? Hä? Yeah.
Ah, so kann ich den Atem einhalten. In der Mitte ist er ungefähr. Oder ist er weggegangen? Ist weggegangen, oder? Alter. Was ein Psycho. Einmal zurück. Oh, Spielwert muss erstmal nachladen. Wehe, der kommt jetzt auch nochmal. Okay. Immer kacke, wenn da ein Bursche kommt. Man weiß nie, wo man hin muss. Ich glaube, jedes Mal, wenn der immer als erst Neuestes wieder auftaucht, also je weiter man kommt, wenn der mal auftaucht, man stirbt meistens das erste Mal. Weil man erstmal nicht damit rechnet und dann erstmal gucken muss, scheiße, wie komme ich an dem vorbei? So, wir haben dein Gesicht gefunden, Freund. Und dein Name. Nicholas. Thank you, madam. You did it, Marianne. Sent them away. To a better place, I hope. Hell, anywhere is better than here. So. Ja, mal das. Will you just let me pick you up already? Falsche Welt. Wir müssen auf die andere Seite, um das Ding zu holen. Wenn wir von mir natürlich rausgehen, gucken wir uns erst nochmal um. Gibt es hier noch was? Nö. Okay. Warte, als die Befürchtung, dass das scheiß Vieh da wieder kommt. Ey. Der Schlund. So kacke ist er eigentlich gar nicht. Wir mögen den eigentlich voll, aber... Trotzdem irgendwie ein stilles Mädchen. Mr. Rekovich ist unvernünftig, um es milde auszudrücken. Ich bin Krankenschwester, kein Kindermädchen. Ich verstehe, dass er jemanden braucht, der auf sie aufpasst, aber ich habe so schon alle Hände voll zu tun. Selbst wenn ich all meine anderen Pflichten vernachlässige, ist da immer noch der arme Mr. Tarkovsky, um den ich mich kümmern muss. Ich versuche trotzdem, mein Bestes zu geben. Zumindest ist das Mädchen ruhig und zieht sich zurück. Sie redet gerne mit ihren imaginären Freunden, aber das ist für jemanden in ihrem Alter wohl ganz normal. Manchmal höre ich, wie sie ganze Gespräche führt, und ich könnte schwören, dass es sich anhört, als würden sich zwei Menschen unterhalten. Sie ist wirklich begabt. Ich schätze, das liegt in der Familie. Welches Mädchen? Grauer? Oder ein anderes? Ich höre hier irgendwie eine Stimme. This place. This is where it started. Okay. I'd never felt darkness like that before. That thing had been there. It was where it made its first kill. Where it tasted death. And liked it. Okay. Nee, hier ist es nicht. Das ist hier der Rollstuhl. Hello, my love. It's your favorite nurse. Are you in there? Even a speck of you left? I hope so. 'Cause I want you to feel. Everything. The nurse. It got to her first. But why?
Das ist doch meine Krankenschwester, ja? Was ist, wenn ich mir das jetzt angucke? Jetzt haben wir ja die Schmerzen da gehört. Oh. Leere Augen, das habe ich gar nicht... müsste ich eigentlich gefunden haben. Ich hatte ja schon das Spiel zu 39... Also, alles gefunden, was es gab. Erlesen. Mein armer Mr. Tarkovsky. Was ist nun mit dir geschehen? Die Testergebnisse sind da und es gibt keine Anzeichen von Hirntrauma oder Demenz. Und trotzdem, wenn ich in deinen leeren... Wenn ich in deine leeren, traurigen Augen schaue, dann habe ich dieses furchtbare Gefühl, als würde niemand den Blick erwidern. Keine Sorge, mein Lieber. Ich kümmere mich um dich, egal was geschieht. Ich sorge dafür, dass du so glücklich... Lavaxin. Dann geht es dir gleich besser. Was auch immer das ist, aber ich nehme an, es ist nicht gut für ihn. Beziehungsweise, wie man es nimmt, ne? Wahrscheinlich hat er dadurch da wirklich nichts mehr gespürt. Aber so wie der Raum hier aussieht, war es wahrscheinlich nicht so gut. So, okay. Wo sind wir hier eigentlich? Ich glaube, hier sind wir doch hergekommen, oder? Wie ist er da durch? So, da haben wir unseren Bonecutter. Ist ein Spawn. Yes. Endlich! Time to get back to the day room. Bin ja am Weg in die Tagesstätte. Wo einen finde. Mal gucken, was jetzt drankommt hier alles. Ich erwarte natürlich, dass der Freak gleich wiederkommt. Oder auch nicht. Man muss mehrmals drücken. So worth it. I love you, bolt cutters. Also einfach nur einmal gedrückt halten reicht nicht. Man zwickt immer nur einmal pro Zusammendrücken. Das ist natürlich blöd. So, hier habe ich jetzt nichts mehr gesehen. Aber halt. Hier ging ja mal eine außerkörperliche Erfahrung mit F, ne? Nee. Das wäre mit F gewesen. Außerkörperliches Erlebnis. F. Halten, ja. Ich halte. Geht aber nichts. Hm. Sonst hätte ich geguckt, was da oben mit die Treppe hoch ist. Aber scheinbar dürfen wir die Treppe da nicht hoch. Hier irgendwo lang. Okay, da können wir wieder aufschnibbeln. Kinda sounds like a spy name. Cutters. Bolt Cutters. Or a movie star, like in a movie you James use Bond. Your real name for. Bond. Yeah. Bäh. Spy name it is. Doch lieber Spion.
Die Hintergrundgeräusche hören sich einfach nicht so gut an. Wo laufe ich eigentlich lang? Ich habe keine Ahnung. Da geht es eine Tür rein. Die ist verschlossen? Mit F kann ich immer noch keine außerkörperliche Erfahrung machen. Nee. Warum ist die verschlossen, die Tür? Das weiß ich jetzt gerade irgendwie gar nicht mehr. Ach, so lange her, wo ich das Spiel durchgespielt hatte. Und ich hatte es da zu diesem Zeitpunkt auch nur ein einziges Mal gespielt. Von daher keine Ahnung. Na gut, hier geht's weiter, ne? Wir gehen jetzt noch nicht lang. Wir haben ja hier den Spiegel. Dann dürfen wir doch da wieder durch die Tür gehen können, oder? In der Welt ist... Oh, ich kann den Spiegel gar nicht nutzen. Wir sehen auch nicht mehr die Anderswelt dabei. Deswegen kann ich wohl auch keine außerkörperliche Erfahrung gerade hier machen. Wie wir hier eben gerade jetzt bei dem Spiegel waren, wollten versuchen, in die andere Welt da zu kommen. Damit ich gucken kann, was mit der verschlossenen Tür da hinten ist. Da habe ich noch nicht mal meinen weißen Arm gesehen, ja. Also, ist wohl nicht gestattet, dass man jetzt nochmal in die andere Welt kommt. So, ist hier noch was? Nö. Okay. Okay, Mary. Let's see what Sadness wanted me to see. Come on, Mana. She's all right. Und ich geht es sie gut? Na gut, sie ist ja eigentlich schon tot, oder? Würde ich mal sagen. Ihr fehlt zumindest ein kompletter Arm und so. So, du Bonecutter, los geht's. Alright, here we go. Dayboom. Ein Tagesraum. Und oh, Video. Okay, doch kein Video. Doch. Marianne? There you are. Thank God. You're all right. I was so worried. Oh. Oh, yeah. That thing almost got me. What the hell is it? It came from shame. From helplessness. From rage. Rage. It's like anger, but more. Once it got out, we couldn't stop it. It ate all of them, Marianne. All of my friends. Your friends? I'm the only one left. It's okay, Sadness. I'm here now. No, no. It'll eat you too. Just like the others. I won't let it hurt you, I promise. Hey, why don't you tell me something about this place? It's the day room. We used to play here. Da fliegt ein Ball oben. With Richard? Is he one of your friends? No. But he was smart. Maybe he could help you. He was smart. Wait, is he? A bad thing happened to him. I remember he became hollow, like a puppet. He
Oh, I remember. Marianne, I don't want to see him. What? Why not? What do you remember? No, don't tell them. Don't tell anyone. You don't have to tell me. But you should still come with me so that I can keep you safe. No! No, Marianne! The sadness! No, never again! Why did you bring me here? It was then I realized there was something she wanted me to see. With my own eyes. Und so die Tagesstätte. Betritt die Tagesstätte, haben wir geschafft. Na wunderbar. Oh, ich kann auch so die Luft anhalten, okay. Tja, ne, jetzt sind wir wieder hier. Komm, gehen wir wieder ein Stückchen zurück, vielleicht finden wir hier noch irgendwie was. Nee, okay. An irgendetwas hat sie sich erinnert, hat aber zu viel Angst, um es uns zu sagen. So, zum Glück haben wir ein Rasiermesser. Das sieht schon echt widerlich aus, also wirklich. Oder wie findet ihr diesen Hautlappen, den man hier durchschneidet? Are you there? Na, momentan ist er glaube ich nicht hier. Glaube ich nicht. Sieht ein bisschen nach Lost Place aus hier. Hier unten sieht es sehr lecker aus und oben sieht es eigentlich ganz normal aus. Alt und verlassen. Oh, da haben wir schon was liegen, habe ich gerade gesehen. Ein Musikblatt. Ein Notenblatt. Well, at least part of it. Hier, meiner, müssen wir die restlichen auch noch finden. Das sieht geviertelt aus, also brauchen wir noch 3 Stück. Was haben wir hier? Eine Quelle der Inspiration. Thomas oder Thomas. Ich war immer erstaunt über die Komplexität seiner Vorstellungskraft. Fasziniert von den surrealen Traumlandschaften, wie sein Geist bebt. Die Art, wie er sie beschrieben hat, in den kleinsten Details. Es war, als hätte er tatsächlich alles miterlebt. Als ob etwas oder jemand einen Schleier beiseite zog und ihm einen Blick über den Rand unserer Realität hinaus erlaubte. Ein Engel? Dämon? Gibt es da wirklich einen Unterschied? Für mich spielte das keine Rolle. Seine Visionen wurden auf meine Leinwand lebendig. Manche würden sagen, ich habe den Jungen benutzt, um meine schwindelnde Kreativität anzuregen. Aber wie hätte ich das nicht können? Diese einzigartige Perspektive, diesen unendlichen Quell der Inspiration, ungenutzt lassen? Das wäre eine unverzeihliche Sünde. Und es wäre jetzt auch eine unverzeihliche Sünde, erstmal weit aufzunehmen. Wir sind jetzt knapp bei einer halben Stunde. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Vergesst keinen Daumen nach oben und ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Dann sehen wir uns hoffentlich hier beim nächsten Tag wieder bei The Medium. Und hoffentlich erstmal ohne Schlund. Spannendes Spiel immer noch. Und ein gutes Spiel. Und ich habe eine kleine Fliege, die herumfliegt. Das nervt mich gerade irgendwie. Vielleicht bin ich der Schlund und ich fresse. Na gut, auffressen nicht, aber mal gucken. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und auch bei meinen anderen Let's Plays. Und ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem YouTube-Kanal. Seid auf YouTube generell. Euer von der YouTube. Let's Plays als Hobby. Tschüss.